Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Mario wieder da. Hallo. Und heute kümmern wir uns um den Ladeluftkühler. Denn der Mario hat schon einen Ladeluftkühler drin. Ist auch kein Serienladeluftkühler mehr. Allerdings ist der für das Leistungspotenzial vom Turbolader zu klein. Also man könnte ihn schon fahren. Aber wenn man da an der Software basteln möchte, damit die auch alles rausholt oder das Bestmögliche rausholt, muss auf jeden Fall ein anderer Ladeluftkühler her, der die Temperaturen senkt, damit man auch gescheit die Zündung einstellen kann. So, wir gehen mal jetzt vor. Mario hat schon Wasserschlauch gelöst hier. Der ist nämlich vom letzten Umbau etwas kaputt gegangen. Das Problem ist bei diesen Schläuchen, dass wenn man die zu oft rein und raus macht, dass die Dichtung dann, zeig mal, wo die Dichtung ist, hier, dass die Dichtung dann irgendwann kaputt geht, beziehungsweise nicht mehr richtig dicht ist. Das ist jetzt ein neuer Schlauch, da sieht man, dass die Dichtung noch schön rund ist, neu ist. Wenn der ein paar Mal raus und rein gezogen wurde, beziehungsweise wenn der schon Temperatur bekommen hat, dann sieht das Ganze so aus. Die Dichtung ist nicht mehr rund, die ist flach geworden und dementsprechend dichtet es nicht mehr richtig ab. Deswegen hatte Mario sich gedacht, mach mal gleich einen neuen Schlauch rein und dann ist gut. Und wenn man da eh den Wasserschlauch rausmachen muss, macht man gleich noch einen Ladeluftkühler rein, oder? Soll man ihn schon mal zeigen, den Ladeluftkühler? Ja, ist ein VRSF Ladeluftkühler aus USA. Jetzt zeig mal, wie gewaltig das Ding ist. Guckt euch das mal an. Also die vorherigen Modelle von VRSF, die waren ja nur bis hier. Und jetzt haben sie einfach noch mal hier so ein fettes Ding vorne drauf geklatscht. Also, der wird schon eigentlich gut runterkühlen, ne? Ja. Ich würde sagen, bauen wir das Ding mal auseinander. Dazu muss der Lüfter weg, weil wir müssen ja an die beiden Schläuche ran. Dann die Stoßstange muss runter. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ding reinpasst, weil da müssen ja auch Sachen angepasst werden. Ich glaube, vom Prallträger muss ein bisschen was rausgeschnitten werden, damit er reinpasst. Und dann schauen wir mal. Wenn wir den Vergleich haben, wenn er drin ist, sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. Ciao. Irgendwann später. So, ein kurzer Zwischenstand. Der Ladeluftkühler, der alte, ist jetzt draußen. Sieht man hier. Also Unterbodenschutz musste man lösen. Stoßstange vorne lösen, die ist hier oben verschraubt, ist unten verschraubt. Im Kotflügel ist sie hier verschraubt und hier ist eine lange Schraube drin. Wenn die gelöst sind, dann kann man mit einem Kunststoffkeil hier rein und die Stoßstange vorsichtig rausziehen. Dann den Lüfter ausbauen, der hat hier einen Stecker dran. Stecker rausziehen. Hier war eine Schraube, die musste man lösen. Ich glaube nur eine, oder Mario? Ja, war das? Nur eine. Und dann kann man den Lüfter hier oben rausziehen und man hat Platz, um die Schläuche und Schellen zum Ladeluftkühler zu lösen. Genauso wie auch hier. Wenn die gelöst sind, den alten Ladeluftkühler raus. In dem Fall war ja schon ein anderer Ladeluftkühler drin, der auch schon besser war als der Serienladeluftkühler, aber noch nicht gut genug. Jetzt gucken wir uns mal den Vergleich an. Das ist jetzt der Vergleich der beiden Ladeluftkühler. Zum einen sieht man ja schon, dass der neue Ladeluftkühler extrem nach oben baut, im vorderen Bereich. Und wenn man von oben guckt, der ist ja schon breiter wie der Serienladeluftkühler und der hier geht nochmal gute 5 cm nach hinten. Was das hier für einer ist, wissen wir leider nicht.
der, der schon im Auto verbaut war, vom Vorbesitzer. Ja. Anschlüsse sind auch größer. Ist auch gut, mehr Durchlass. Und dementsprechend sind dann auch andere Silikonschläuche verbaut, die praktisch reduzieren. Die kommen dann hier drauf. Und hier hat man dann wieder eine Originalgröße. Dann bauen wir mal den großen Ladeluftkühler ein. Dazu müssen wir hier noch den Prallträger entfernen. Der ist da verschraubt und vernietet. Die Niete muss auch noch raus. Wenn der Prallträger weg ist, schieben wir mal den Ladeluftkühler rein und gucken, wie viel Platz er hat, ob wir noch was ausschneiden müssen oder nicht. Also dann, bis gleich. Bis gleich. 2 Stunden später. Der Ladeluftkühler ist endlich drin. Und schaut euch das mal an, wie das aussieht. Ein Mords-Ladeluftkühler. Ein Riesengerät. Auf jeden Fall erkläre ich euch jetzt mal, was alles gemacht werden musste. Der Prallträger musste raus. Der ist noch zusätzlich zu den 4 Schrauben ist er vernietet worden. Diese Nieten rausbohren und ich empfehle euch auch, die Nietenreste rauszuschlagen. Sonst habt ihr später umso mehr Probleme, den Prallträger wieder anzubauen, weil das Ganze ziemlich eng ist. Also wie gesagt, Nietenreste rausschlagen. Dann wurde die Kunststoffverkleidung ausgedremelt, würde ich mal sagen. Normalerweise ist hier alles nochmal verkleidet. Wurde hier angefangen, hier hoch, hier rüber zu. Das kann man sich merken, hier an der Lamelle zwischen den 2 Schrauben. Hier entlang aufgedremelt, ist nicht ganz so schön, aber der Ladeluftkühler hat Platz und er passt rein. War ein bisschen mühselig, hat ein paar Stunden gedauert, bis das Ganze Platz gefunden hat, aber es funktioniert. Der Ladeluftkühler ist auch ziemlich eng hier am Prallträger dran, aber funktioniert auch. Wie ihr seht, es ist Platz da. Der Temperatursensor, der normalerweise hier an dieser Stelle sitzt, fällt ja natürlich weg, da ja der Platz benötigt wird. Den habe ich dann hier unten lang gelegt und mit einem Kabelbinder hier unten befestigt, damit er auch nicht stört, wenn die Stoßstange wieder drankommt. Ich denke, Temperatur kann er trotzdem messen. Fest ist er auch und wird nicht stören. Also wird wahrscheinlich die gleichen Werte wie vorher auch bekommen. Bloß halt nicht mehr hier oben, sondern jetzt hier unten. Steckplatz fällt weg. Ein Kabelbinder tut es auch. Sollte halten. So, dann die Befestigung hier unten. Die Originalschrauben haben hier unten nicht mehr gepasst. Und da das Gewinde den Spackschrauben sehr ähnlich kommt, habe ich eine Spackschraube genommen, habe sie vorne abgeflext, wo das Gewinde anfängt, damit sie ein bisschen länger ist. Und hier reingeschraubt, genauso auch auf der anderen Seite. Hebt einwandfrei. Braucht man sich keine Gedanken machen. Und bekommt Luft. Das Ganze dann auch von innen verschraubt, wenn man sich das anschaut. Bis hierhin geht der Ladeluftkühler. Und hier unten sieht man ihn auch nochmal. Hier, Rohre sind dabei. Schellen waren dabei. Da unten befestigt. Hier befestigt, das hier geht gerade raus. Direkt an die Turbos. Hier ist ein 90 Grad Silikonverbinder, der hier hoch geht zur Chargepipe. Ja. Und ich würde sagen, jetzt mache ich mal weiter, da ist soweit alles fest. Jetzt muss nur noch alles wieder zusammengebaut werden. Stoßstange drauf, Lüfter rein, Kühlwasserschläuche rein. Und dann ist das Projekt Ladeluftkühler fertig.
War schade, dass wir keine Loks gefahren sind vorher mit dem alten Ladeluftkühler. Man hatte ja auch keine Referenz, weil der Ladeluftkühler war ja schon eingebaut. Ist ein Ladeluftkühler wahrscheinlich von eBay oder so, hat der Vorbesitzer reingemacht. Deswegen jetzt schauen wir mal. Wenn ihr Interesse an so einem Ladeluftkühler habt, kann ich euch gerne den Link in die Beschreibung reinlegen. Einfach draufklicken, gucken. Ich finde, meiner Meinung nach ist es vom Preis ein sehr gutes Angebot. Klar, es gibt auch vergleichbare, mittlerweile auch in Deutschland. Aber der hier hat sich in den USA gut bewährt, kamen gute Daten raus. Und warum soll man für das gleiche Geld kleinere Ladeluftkühler kaufen oder für mehr Geld vergleichbare? Deswegen danke an VRSF. Ist ein geiler Ladeluftkühler, sehr massiv. Nachteil halt, dass er jetzt einiges schwerer ist. Geschätzt vielleicht so 5-6 Kilo schwerer, vielleicht sogar 7 als der Originale, also schon ein Wuchtbrummer. Aber dafür hat er ja auch seine Größe. Bald geht er zum Abstimmen, deswegen haben wir gedacht, machen wir nochmal den großen Ladeluftkühler rein. Nicht, dass wir zweimal anfangen müssen. Und so ist es auch. Also jetzt ist das Fahrzeug ist jetzt auch fertig. Also ja, hardwaretechnisch ist es fertig. Erstmal für dieses Jahr wird dann nur noch Software gemacht. Zweimal eine Daily Map zum Fahren. Gucken wir es mal so aus. 450, 500 PS oder so. Und eine extrem kranke Map. Zu gucken, was die Lader können, was das ganze Setup kann. So wie es da eingebaut ist. Und dann werden wir auch ein paar Loks fahren. Werden wir dann zeigen. Und ein paar Zeiten natürlich fahren. Bin ziemlich gespannt, was da rauskommt. 100 auf 200. Und wir werden sehen. Jetzt baue ich das Ganze noch zusammen. Bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze interessiert, wie man mit relativ wenig Geld an so einem Motor, an so einem Fahrzeug viel Leistung rausholen kann, dann abonniert meinen Kanal. Lasst ein Like da und freut euch auf die nächsten Videos. Bis bald. Ciao.